Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video geht es um das Apple-Event, was am kommenden Mittwoch stattfinden wird. Alle Gerüchte und Infos dazu in diesem Video. Viel Spaß! Ja, an dieser Stelle erneut herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Es geht um das iPhone 7 Event, was am kommenden Mittwoch, also im Prinzip übermorgen zur Aufnahmezeit dieses Videos stattfinden wird. Und zwar findet das Ganze im Bill Graham Civic Auditorium in San Francisco statt. Und zwar ab 19 Uhr deutscher Zeit. Wir haben dazu auch hier schon mal die Einladung sozusagen, die ihr euch hier angucken könnt, so im Prinzip wie Apple das designt hat. Da steht der Text See you on the 7th und hier sind halt immer diese Blasen, möchte ich das mal nennen, auf einem schwarzen Hintergrund. Es gibt da auch Leute, die vieles da hinein interpretieren, was Apple damit wohl meint. Ich möchte da jetzt im Prinzip nicht so viele weit hergeholte Gerüchte aufstellen. Deshalb geht es im Prinzip gleich los, was mit dem, was uns erwartet. Und zwar möchte ich euch natürlich vor allem erstmal was zum iPhone 7 erzählen. Das ist ja im Prinzip das Spannendste, was uns erwartet. Und zwar soll es ein gleiches Design mit wenigen Abänderungen geben im Vergleich zum vorherigen Modell. Das Ganze ist im Prinzip neu, dass Apple das so macht. Sonst haben die Nicht-S-Modelle, sage ich jetzt mal, immer ein verändertes Design gehabt im Prinzip. Da war das S-Modell immer das, wo das Design gleich blieb und die vollen Modelle, sage ich jetzt mal, waren die, wo Apple dann einen kompletten Designumsturz gemacht hat. Ja, einziger Unterschied soll allerdings sein, dass es keine quer verlaufenden Antennenstreifen mehr gibt, die ja viele immer genervt haben. Die sollen jetzt bei den oberen und unteren Kanten direkt sein. Außerdem wird das Ganze 1 mm dünner und es gibt Space Black als fünfte Farbe wahrscheinlich. Also Space Gray wird Apple wahrscheinlich immer noch beibehalten und Space Black ist dann einfach nochmal eine viel dunklere Variante. Außerdem, was mit am spannendsten ist und was auch für viele Diskussionen vorgesorgt hat, es soll wahrscheinlich keine Kopfhörerboxen mehr geben. Kopfhörer können dann entweder per Lightning verbunden werden, das heißt Apple wird da wahrscheinlich auch extra Lightning-Kopfhörer bereitstellen, die mitgeliefert sind, oder per Bluetooth können dann auch Kopfhörer verbunden werden. Hier möchte Apple wahrscheinlich auch eigene veröffentlichen und vielleicht auch Wireless-Kopfhörer von Beats, die Firma, die Apple ja aufgekauft hat, bereitstellen. Also hier haben wir wahrscheinlich eine Menge an Produkten, auf die wir zurückgreifen können, natürlich auch von anderen Herstellern. Außerdem soll es die Möglichkeit geben, bisherige Kopfhörer über einen Lightning Adapter zu koppeln im Prinzip, also ein Lightning zu 3,5 mm Klinkenstecker. Das heißt, wenn wir keine Lust haben, uns neue Kopfhörer zuzulegen, dann können wir das Ganze so auch einfach verbinden. Was man davon halten kann, das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Ich finde es schon ein bisschen nervig, wenn man dann nicht gleichzeitig den Lightning-Anschluss zum Aufladen und zum Musikhören benutzen kann. Muss jeder seine eigene Meinung dazu haben. Ich bin persönlich noch kein großer Fan davon, hat aber allerdings auch so einige Vorteile. Einer der Vorteile, der durch den Wegfall des Klinkensteckers im Prinzip einhergeht, ist, dass das Ganze vielleicht wasserfest sein könnte. Ist vielleicht auch sowas, was Apple dann als Special Feature, wenn es das denn, wie es ja geben sollte, präsentieren könnte. Ist noch nicht ganz sicher, ob das letztendlich wirklich der Fall sein wird. Wäre aber auf jeden Fall cool. Sehr geil wäre es auch, wenn es schnelleres Laden geben würde. Vielleicht sogar kabelloses Laden, dass man halt so ein iPhone einfach in so eine Ladeschale reinpackt. Das würde dann auch das von mir eben angesprochene Lightning-Problem lösen. Kabelloses Laden halte ich ehrlich gesagt für eher unwahrscheinlich. Schnelleres Laden allerdings für durchaus denkbar. Außerdem soll es Bluetooth 5.0 und einen neueren bzw. auch schnelleren LTE-Chip von Intel geben. Nebenbei möchte Apple auch die True Tone Display Technik verwenden. Die kennt man ja im Prinzip schon vom iPad her. Und zwar passt sich dabei das Display an die Farbtemperatur der Umwelt an, womit es im Prinzip für den Nutzer leichter und einfacher ist, vernünftig zu lesen. Eine Dual-Kamera soll es übrigens auch geben, allerdings wahrscheinlich nur im größten Modell, was man dann wahrscheinlich auch iPhone Pro nennen möchte.
Hat natürlich einige Vorteile. Es können zwei Fotos zum gleichen Zeitpunkt aufgenommen werden. Das ermöglicht eine höhere Tiefenschärfe, einen Weitwinkel und auch einen optischen Zoom, was im Prinzip ziemlich cool ist, da die Zoombilder, die man sonst mit dem iPhone macht, meistens echt schlecht aussehen. Eine optische Bildstabilisierung soll es nun bei beiden iPhone-Geräten geben, nicht nur bei dem größeren Modell. Außerdem sollen es wahrscheinlich statt zwei LEDs nun vier LEDs geben. Das ist natürlich auch ziemlich cool. Ein weiteres Gerücht, was sehr in der Diskussion ist, ist das, dass es keinen Home-Button mehr geben soll. Ich halte das Ganze für eher unwahrscheinlich, aber durchaus denkbar. Andererseits gibt es noch das Gerücht, dass es einen Touch-ID-Sensor geben soll, der mit Force-Touch, was wir im Prinzip schon vom Display kennen, funktionieren sollte. Ich weiß nicht, ob diese ganzen, ob diese beiden Gerüchte miteinander gut harmonieren. Ist ein bisschen kritisch. Allerdings sollte es der Fall sein und sollte Apple wirklich den Home-Button abschaffen, dann würde es wahrscheinlich keinen mechanischen Knopf mehr geben, sondern nur eine Fläche sozusagen, die diesen mechanischen Knopf simulieren würde. Das heißt eine Art Taptic Engine, wie man das schon vom MacBook kennt. Außerdem sollen es zwei statt einen Lautsprecher geben, einen schnelleren und besseren A10 Prozessor und einen neuen M10 Co-Prozessor. 32 GB soll ein Standard sein, aber es soll auch ein 256 GB Modell eingeführt werden. Das ist allerdings bei der Pro-Version, also bei der größeren Version, wahrscheinlich dann ziemlich teuer. Wahrscheinlich so 1200 oder 1300 Euro muss man sich natürlich überlegen, ob man das machen möchte. Finde ich aber auf jeden Fall erstmal cool, dass Apple das elendige 16 GB iPhone abschafft. Einen größeren Akku soll es auch geben. Und ja, das war es im Prinzip, was ich euch an Gerüchten zum iPhone präsentieren wollte. Dann soll es noch iOS 10 und macOS Sierra geben, was man im Prinzip hier schon kennt, aber es wird Apple wahrscheinlich nochmal präsentieren und dann auch releasen. Auch neue Systeme für tvOS und watchOS werden freigegeben und wahrscheinlich wird Apple auch noch was zum Thema HomeKit, also Heimautomatisierung sagen. Da erwartet man Großes, aber das ist im Prinzip noch ein bisschen unsicher. Kann sein, dass Apple auch erst zu einem späteren Zeitpunkt auf einer Keynote dort mehr zu sagen soll. Es soll kein drittes iPhone-Modell geben, da hat man ja erst spekuliert, ob es ein drittes iPhone gibt mit einigen Special Features. Das Gerücht wurde aber im Prinzip eher verworfen, halte ich für unwahrscheinlich und außerdem soll es auch kein iPhone 6 SE geben. Auch das Gerücht hat man trotz dessen, dass Bilder von Verpackungen aufgetaucht sind, im Prinzip wieder verworfen. Neben dem iPhone wird Apple auch die Apple Watch 2 vorstellen, also die zweite Generation. Hier soll ein neuer GPS-Chip verbaut sein. Dieser soll ermöglichen, dass man die Apple Watch 2 nun unabhängiger vom iPhone nutzen kann, was auf jeden Fall ziemlich cool ist und zum Beispiel im Sport oder so recht praktisch ist, wenn man nicht immer das iPhone mitschleppen möchte. Es soll ein neues Titanmaterial verwendet werden und auch neue Armbänder geben. Zudem soll es einen schnelleren und auf jeden Fall besseren, einen schnelleren Prozessor und auf jeden Fall einen besseren Akku geben. Sorry, was ich auch natürlich sehr cool finde. Außerdem ist es auch noch möglich, dass Apple ein MacBook Pro, und zwar dann eben dementsprechend das 2016er Modell veröffentlicht wird. Dies soll dünner werden und eine OLED-Leiste oben haben. Das soll dann sozusagen diese Leiste mit den Funktionstasten ersetzen, was ich im Prinzip ziemlich cool finde. Außerdem soll es keinen MagSafe-Anschluss mehr zum Laden geben, nämlich nur noch vier USB Type-C-Anschlüsse. Und nun nochmal eine kleine Ergänzung, und zwar soll es wahrscheinlich auch Touch-ID, was wir ja bereits vom iPhone kennen, bald auch auf dem MacBook Pro geben. Ja, das war es im Prinzip auch schon mit allen Gerüchten und Erwartungen, die ich euch jetzt zur Keynote am Mittwoch präsentieren kann. Eine kleine Sache, kann natürlich sein, dass Apple nochmal was ganz Neues, One More Thing, vorstellen wird, irgendwas, womit man nicht rechnet, irgendwie ein ITV oder sonst irgendwas, halte ich persönlich für eher unwahrscheinlich, da haben sich die Gerüchte eher weniger gehalten. Ich denke, das war wirklich alles, was wir Mittwoch dort sehen werden. Ich bin vor allem auf das neue iPhone gespannt und wahrscheinlich werde ich morgen auch nochmal ein Video produzieren, wo ich das ganze Thema iPhone 7 nochmal näher beleuchten werde. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zusehen, ich hoffe, ihr bleibt dran. Sollte es euch gefallen haben, lasst doch gerne ein Abo da und ciao und bis zum nächsten Mal.